herzlich willkommen zu Die Stimme der Straße. Wir sind hier auf der Großveranstaltung von Honk for Hope. Großdemo Halloween geht über 2 Tage vom 31.10. bis zum 1.11. Und wir gehen da gerade durch und fragen ein paar Leute, warum nehmen Sie persönlich an der Demo teil? Ich sehe mir sehr viele Videos auf YouTube an, vor allem dich auch und auch andere in die Richtung. Und ich möchte auch ein Zeichen setzen. Dabei sein, auch für Friede, Freiheit. Und ich bin mit den Maßnahmen nicht einverstanden. Vor allem, dass wir jetzt eingesperrt werden. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Du hast eine gute Überleitung gebracht. Was würdest du der Bundesregierung gerne ausrichten? Friede und Freiheit, ja. Freiheit für meine persönlichen Rechte einzustehen und selbst bestimmen können, ob ich weggehe, mit wem ich mich treffe und so weiter. Also ich finde das nicht in Ordnung, dass wir so geknechtet werden und unterdrückt werden. Also das kann ich nicht einsehen und ich bin sehr, sehr traurig darüber, über diese Maßnahmen. Ich habe gestern am Abend geweint, wie ich das gehört habe. Werden. Also ich bin wirklich sehr, sehr traurig. Ich bin Single, ich bin alleine, ich habe niemand und ich werde jetzt eingesperrt, ja, und kann meine Freunde nicht mehr treffen. Ich kann dir sagen, du bist nicht alleine. Ja? Wir haben hier sehr viele Mitstreiter auf der Straße. Wir können dann gerne auch die Telefonnummern austauschen, aber ab heute seid ihr nicht mehr alleine. Wir sind für euch deswegen auf der Straße und das nächste Mal sind es hoffentlich noch viel, viel mehr. Würdest du mir noch deinen Namen verraten? Susanne. Danke, Susanne. Viel Glück weiterhin. Danke.